Heute bin ich in Innsbruck unterwegs und nehme euch mit auf eine spannende Mountainbike-Tour an der Nordkette, die ihr entweder angenehm mit dem E-Bike oder auch etwas fordernder mit dem Biobike erleben könnt. Dabei kommen wir vorbei an 4 tollen Almen und bergab dann über 3 Möglichkeiten, entweder einen solchen Forstweg oder über Trails wie den Arzleralm-Trail hier, bis hin zum Bikepark Innsbruck, wo die Weltelite auch beim Crankworx unterwegs ist. Und natürlich am Fazit des Videos möchte ich klären, ob es sich für dich lohnt, zum Mountainbiken nach Innsbruck zu kommen. Los geht's! Und bevor es jetzt richtig in dieses Video geht, die Frage: Warst du schon mal zum Mountainbiken in Innsbruck? Welche Touren, welche Trails kannst du empfehlen? Gibt es Hotels, die du besonders herausheben möchtest? Schreib das gerne in die Kommentare, sodass wir alle etwas von deinem Wissen haben und wir uns gemeinsam austauschen können. Ich freue mich drauf. Und damit nochmal Servus und ganz herzlich willkommen aus Innsbruck. Und du siehst schon, hier ist das pulsierende Morgenleben am Start. Und das macht sowohl im Winter als auch im Sommer die Stadt für mich so besonders, weil du aus dem urbanen Raum direkt aufbrechen kannst ins Alpine. Im Winter ist es bei mir das Skifahren, bei vielen das Snowboarden oder was auch immer man im Winter gerne erlebt. Und im Sommer das Mountainbiken, Klettern, Wandern und ja verschiedenste Sportarten, die in den Bergen stattfinden können. Für die Mountainbiker ist in Innsbruck von leicht bis schwer alles geboten. Die Weltelite kommt her und fährt den Nordketten Single Trail. Wir werden heute eine etwas moderatere Mountainbike-Tour vorstellen, haben dafür auch 2 Bikes mit dabei. Einmal einen E-Bike, wo es dann beim Aufstieg natürlich etwas leichter und angenehmer fallen kann. Und einen Bio-Mountainbike, im Moment mein Race-Bike, mit dem ich trainiere. Und genau, mit den beiden Bikes können wir das Ganze darstellen. Es geht auf eine tolle Almenrunde und ich freue mich, dir das Ganze im Video darstellen zu können. Jetzt erstmal vorbei an den ganzen Sehenswürdigkeiten durch die Stadt und dann auf in kürzester Zeit in die Natur. Das machen wir jetzt. Wir sehen uns gleich wieder. Jetzt kommen wir gleich an einem meiner Lieblingsorte hier in Innsbruck, nämlich hier drüben den Ausblick über die Höttinger Au und den Inn bis hoch zur Nordkette. Hier ist auch gerade ein Markt, also wir sind wirklich noch voll im Leben. Der Ausblick ist hier einfach gewaltig. Du hast den Fluss, du hast diese bunten Häuser da oben, das Karwendelgebirge, die Nordkette. Einfach immer ein Traum hier zu sein. Aber nicht lange reden, jetzt geht's echt mal auf zum Mountainbiken. Los! Kommen die ersten Höhenmeter. Auf geht's. So, angekommen hier oben auf der Hungerburg und hier starten jetzt einige Mountainbike-Routen, die wir auch hier sehen, mit den verschiedenen Almen. Wir haben die Arzleralm, Höttinger Alm, das werden wir tatsächlich in diesem Video alles auch noch sehen. Wichtig sind aber tatsächlich diese Schilder und die ausgewiesenen Mountainbike-Trails, denn in Tirol gelten ganz besondere Regeln fürs Biken. Es ist nicht so wie in Bayern, wo zum Beispiel alles zum Biken offen steht. Du hast hier wirklich ausgewiesene Mountainbike-Routen und auch nicht jeder Waldweg darf befahren werden. Also da immer gut drauf achten, dass es dann eben auch für Mountainbiker frei ist. Louis ist mit dabei übrigens und hier mit dem E-Bike bisher hochgekommen. Was sagst du? Ging alles das gut? Bisher, super. Ja? Also, sehr gut. Ich kann Marius am Stützen sehen, während ich ganz normal hochfahre. Genau. Meistens tatsächlich nur auf der ersten Stufe, ja. Ansonsten wird es zu schnell.
wenn man jetzt so zu zweit unterwegs ist. Ja. Und es geht eigentlich wunderbar. Ja, das ist also der Punkt. Heute der Test, die leichten Routen auch noch mit einem E-Bike zu unterstützen, damit ihr auch wisst, ob es mit dem E-Bike möglich ist, das Ganze zu fahren. Und ja, der Louis will natürlich noch Sport machen, deswegen leichteste Stufe erstmal. Genau, so aber irgendwann, wenn du mich überholen musst, kannst du auch gerne mal den Turbo schalten. Gehen wir mal kurz auf die heutige Mountainbike-Tour ein. Wir haben eine Almenrunde an der Innsbrucker Nordkette geplant und über 4 Almen bewegen wir uns da. Prinzipiell sind die Wege auf der leichten Runde, die ich euch auch unten verlegt habe, genauso wie hier, sehr angenehm zu fahren, eine Forstwege. Und ja, wer auf Kulinarik steht und wer auf tolle Ausblicke steht, gepaart mit einer sportlichen Tour, der ist auf dieser Runde genau richtig. Für unsere Zwecke haben wir das Ganze heute nochmal modifiziert. Wir haben die 800 Höhenmeter, die es eigentlich waren, und 20 Kilometer jetzt zu 28 Kilometern und 1200 Höhenmeter gemacht, da wir ein bisschen umgebaut haben. Und wir haben auch noch den Arzleralm-Trail mit eingebaut. Das musst du nicht. Es gibt verschiedene Angebote, eben von leicht, mittel bis schwer, die du an der Nordkette und rund um Innsbruck erleben kannst. Und wir sind jetzt beim ersten Ziel, bei der ersten Alm angekommen, nämlich bei der Umbrügler. Und hier machen wir jetzt mal kurz Rast. Dann erreichen wir auch gleich schon unser zweites Ziel, die zweite Alm, nämlich die Höttinger Alm. Und die liegt auch gewaltig über Innsbruck. Wunderschön. Hier kann man wirklich den Ausblick genießen. Und es ist auch unser höchster Punkt auf dieser eher moderaten Mountainbike-Tour. Auf dem Weg runter von der Höttinger Alm ist immer rechts Innsbruck im Blick. Ein total schöner Ausblick über die Stadt. Und wir bewegen uns jetzt gerade zur Ruhmer Alm raus. Was uns aber hier gerade kreuzt oder diesen Weg gerade kreuzt, ist der Single Trail von der Nordkette. Hier steht zumindest, dass aktuell die Mountainbike-Route vorübergehend gesperrt ist. Aber dieser Nordketten-Single Trail ist über die Landesgrenzen hinweg bekannt. Sehr gutes Fahrkönnen bei diesem Single Trail nötig, der die ganze Zeit unter der Seilbahn entlang verläuft und zwischendrin Schwierigkeitsgrade von S4 hat. Ich bin ihn selbst noch nicht gefahren. Ich kann also noch nicht viel dazu sagen, aber es gibt einige Videos auf YouTube und wenn dich das interessiert, kannst du da mal vorbeischauen. Für uns geht es jetzt weiter zur nächsten Alm. Da sind wir schon bei Hütte 3. Wenn ihr diese Tour auch so macht mit den 4 Hütten, dann spart euch Speise für Speise auf, damit ihr jetzt hier vielleicht einen Apfelstrudel genießen könnt. An der Arzlealm, unserer 4. Hütte, kann ich auf jeden Fall die Karspressknödelsuppe empfehlen. Das ist jetzt die Ruhmeralm. Haben wir geschafft. Sauber, Louis. Und dann drehen wir gleich um und fahren zur Arzlealm. Und dann gibt es noch ja, die ein oder andere Hinweis für euch. Ja, und dann kommen wir jetzt bei der 4. Alm an
Und das ist die Arzleralm, die genau jetzt hinter mir liegt. Von hier aus hast du verschiedene Möglichkeiten. Natürlich kannst du nochmal einkehren und dir den Bauch vollschlagen oder eben über den leichten Forstweg runter ins Tal fahren. Diese Route findest du auch unten in der Beschreibung. Oder du fährst über den Arzleralm-Trail runter ins Tal. Das ist ein Trail, der sich sowohl für Einsteiger als auch Könner gut eignen soll. Ob das wirklich so ist, das wollen wir jetzt überprüfen. Und deswegen auf geht's, los auf den ersten richtigen Trail heute. Die Strecke macht richtig Laune und es startet direkt sehr abwechslungsreich. Anlieger, Wurzeln, Steinpassagen, Sprünge, da ist wirklich alles mit dabei und das war jetzt für uns auch eine gelungene Abwechslung. Wir reden hier von einem 3,5 Kilometer langen Stück durch den Wald, auf dem du über 300 Höhenmeter verlierst. Mein Tipp zum Equipment: vollgefedert macht es dir leichter. Mein Race Fully war mit 100 mm Federweg jedoch ein bisschen zu wenig. Ich persönlich empfehle zudem Knieschoner, auch wenn ich selbst keine dabei hatte an diesem Mountainbike-Tour-Tag. Doch was sagt eigentlich Louis zum E-Bike? Du bist heute komplett mit dem E-Bike gefahren. Genau. Ich habe mich dann doch zum Training hinleiten lassen. Beschreib mal kurz, hat das gut funktioniert auf den Fahrten? Also hoch natürlich auf jeden Fall. Da, wenn man im ersten, zweiten Modus fährt, ist es wunderbar. Einen dritten braucht man eigentlich nie. Bergab lieber den ersten oder sogar ganz aus, weil man es wirklich nicht braucht und es zum Teil bis zerstörend ist, wenn man auf einmal antritt. Und so die Trails an sich zum Fahren, wenn man schon mal E-Bike gefahren ist und weiß, wie das reagiert, weil es einfach ein bisschen schwerer ist, ein bisschen träger ist und man da entsprechend Erfahrung hat in den Kurven und auch auf den Sprüngen, dann ist es auf jeden Fall sehr gut machbar. Cool, also beides möglich, sowohl Enduro als auch Race, als auch schlussendlich das E-Bike auf den dargestellten Touren heute, auch im Arzleralm-Trail. Und jetzt geht's für uns raus Richtung Mutters, denn da gehen wir gleich die Schoner packen und die neuen Bikes, die wir da oben abholen. Und dann geht's in den Bikepark. Bist du auch dafür bereit? Jawohl, auf jeden Fall. Auf geht's, hoch! Nochmal richtig steil bis Mutters hier. Angekommen oben in Mutters am Bikepark Innsbruck und du siehst schon Fullface-Helm am Start, anderes Bike mit dabei, Schoner. Hier ein Enduro-Bike mit ein bisschen mehr Federweg, als wir vorher hatten, denn hier im Bikepark ist natürlich da mehr geboten. Und wenn du hier oben rauskommst nach Mutters, dann siehst du direkt diesen Slopestyle-Kurs hier, den ich bisher nur auf YouTube gesehen habe und in echt sieht er noch brutaler aus. Fabio Schäfer, Lukas Knopp, Fabio Wiedmer, all diese Jungs sind auf YouTube auf diesen Dingern unterwegs. Bei dem Niveau bin ich noch nicht mit dabei. Louis hat gerade gesagt, dass er es auch niemals fahren würde. Ich glaube, da ist einfach sehr, sehr viel Training und Mut, den man braucht, um das zu machen. Für dich als Tipp, wenn du aus Innsbruck hier hoch nach Mutters kommen willst, es ist nicht gerade angenehm, mit dem Fahrrad rauszufahren, weil es keinen Radweg hier hoch gibt. Du musst an der Straße entlang, Autos überholen dich an der Steigung. An deiner Stelle würde ich immer das Bike Shuttle empfehlen, macht es leichter, um hier zum Bikepark zu kommen. Wir checken jetzt mal die Trails und die Lines hier oben im Bikepark Innsbruck aus. Sind sehr gespannt, was uns erwartet. Auf geht's! Jetzt sind wir gerade schon einige Strecken hier im Bikepark Innsbruck an der Mutterer Alm gefahren
und es macht ordentlich Spaß, über die Wurzeln zu fahren. Du hast flowige Stücke, die wie hier im Wald liegen. Du hast aber auch Steinpassagen, du hast Holzelemente. Da geht es wirklich von Beginner, aus dem Beginners Park, den es hier auch gibt, wo auch einige Kids unterwegs waren, bis hin zu Crankworks Weltelitenniveau. Zum Beispiel mit der The Straight One, also einer Strecke, die wirklich geradlinig, ohne Kompromisse den Berg herunter verläuft. Das habe ich mich jetzt an dieser Stelle noch nicht getraut, aber vielleicht irgendwann mal doch noch auf meiner Liste. Ja, und mit dem Angebot schließt sich dann auch der Kreis zum Mountainbiken in Innsbruck, wo du auf der einen Seite die Touren in der Stadt hast, die Trails in der Stadt, die direkt erreichbar sind, wie zum Beispiel den Arzleim Trail oder eben hier den Bikepark, wo du Downhill unterwegs sein kannst. Wir gehen jetzt zum Fazit über. Kommen wir zur goldenen, abschließenden Frage. Lohnt es sich für dich, zum Mountainbiken hier nach Innsbruck mitten in Tirol zu kommen? Meine Antwort darauf ist ganz klar, genau dann lohnt es sich, wenn du das Sightseeing der Stadt, die ganzen Erlebnisse, die du dort haben kannst, Shopping, Cafés, Restaurants, verbinden möchtest mit dem Alpinen und in dem Fall dem Mountainbiken. Da hast du die verschiedenen Angebote, wie im Video dargestellt, Trails, Touren, aber auch den Bikepark Innsbruck und ja, damit eine gute Ausgangslage. Eher aus der Stadt heraus kann ich die Touren empfehlen, weil es gibt eben nicht viele Trails. Es gibt den Nordketten Single Trail, Hungerburg und den Arzleim Trail, aber das ist es dann auch direkt hier und der Rest ist über Forstwege zu fahren. Und wenn du wirklich viel Trails fahren möchtest, dann doch eher der Bikepark Innsbruck in Mutters. Das heißt, da würde ich die Unterkunft tatsächlich eher oben buchen und wenn ich mehr Touren machen möchte hier in Innsbruck. Das Angebot an sich ist sehr umfangreich und wird aber abgedeckt durch eine Karte, die wir jetzt nicht hatten. Das ist die Bike City Card. Das Angebot solltest du dir auf jeden Fall mal anschauen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das 3 Tage, 7 Tage, 5 Tage zu nutzen. Und ja, damit sage ich Tschüss aus Innsbruck. Hier mit dem tollen Blick nochmal über die Stadt Richtung Nordkette raus. Ich freue mich, wenn dir das Video gefallen hat und danke nochmal an Louis, der hinter der Kamera stand. War wieder sehr cool, mit ihm hier unterwegs zu sein und ja, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, ciao!